Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Raft, dem Solo-Adventure. Vielen Dank nochmal an alle, die dabei waren, sei es auf dem Raft oder sei es im Stream, hier bei meinem Tag der offenen Tür. So, ich hoffe, das hat euch gefallen. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, aber ich musste halt leider nach so 1,5 Stunden ungefähr Schluss machen. Naja, gut. Was soll's? Ich musste, leider. Ich hätte zu gerne weitergemacht, aber ging leider nicht. So, wir sind hier an dieser Insel gestrandet. Was ich mitbekommen habe, hat Sternchen, glaube ich, schon ein kleines bisschen unten rum die Insel gelootet. Ich werde auf jeden Fall nochmal auf die Insel draufgehen. Ich werde mal allerdings noch einen weiteren Pieper herstellen. Jetzt muss ich erst einmal gucken. Wahrscheinlich muss ich mit euch jetzt erst einmal nach oben und Bäume fällen, weil das habe ich nämlich auch nicht gemacht. So, Haken habe ich ersatzhakenmäßig dabei. Ja, den kann ich ja lassen. Schrott kann ich hier rein tun. Zack, zack. Schön, wurde auf jeden Fall einiges mehr wieder. Ich muss natürlich schauen, dass ich jetzt unter Wasser dann auch noch ein bisschen weiter farm. Deswegen, wir gehen jetzt erst nochmal nach oben. Ich denke mal, dass die alle gewachsen sind. Wann reicht mir die? Ich denke schon, dass die reicht. Auf jeden Fall, ich komme nicht drum rum. Ich muss auf jeden Fall jetzt erst einmal das Holz farmen. So, jetzt muss ich nur mal schauen. Bananen, die kommen dann wieder in den Müll. Ihr kommt nach unten, bitte. So. Einfach mal ein bisschen wieder meine Sortierung machen, dass das passt. Bananen werden das wahrscheinlich einige sein, von daher verteile ich die jetzt mal hier. Gut. Es hat ja wieder mal das Wasser nicht aufgefüllt in dem Container. Ich hoffe, das wird sich irgendwann mal, das wird irgendwann mal bleiben. Vielleicht muss ich aber auch wirklich jeden Container separat anschließen, also nicht verbunden. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, weil für was sollte sonst dieser eine Schnörpfel da sein, den man dann rauswärts aus dem Container führt. Das macht ja nur Sinn, wenn ich das dann auch in den anderen Container reinführen kann, ne? Ansonsten wäre das ja ein Quatsch. So, da rein. Regnen tut es jetzt gerade nicht, leider. Aber macht auch nichts, kann ich nicht ändern. Ja, und durch das, dass ich halt sehr viel mehr Bäume habe als noch zu Beginn. Ich glaube, das sind jetzt 20 oder 25. Ich weiß es jetzt gar nicht. Na gut, aber hier ist eben wirklich die beste Möglichkeit, an Holz schnell zu kommen. Jetzt tue ich mal ganz kurz die Baumsamen rein. So, ups. Den da vorne noch. Sollte es doch das Regnen anfangen, dass ich das dann gleich schon drin habe. Und kaputt. Ups. Ah, ich habe noch eine. Gut. Ja, aber da muss ich mir demnächst dann auch wieder welche herstellen. Es war wahrscheinlich noch nicht einmal so wirklich gut vorbereitet alles, weil ich hatte nicht wirklich Essen für meine Gäste. Naja gut, es waren ein paar Suppen da. Wasser war im Grunde überall ein bisschen was verteilt in den Spendern. Da muss ich auch dann mal noch nachschauen, ob ich die schon wieder voll gemacht habe oder ob ich die vergessen habe. Mal gucken. Es gibt auf jeden Fall hier so einiges zu tun. So, aber jetzt ist eh dunkel. Also von daher ist es eine ganz gute Überbrückung mit dem Baumfällen. Ich habe ja schon mal gesagt, ich mache das im Grunde mit dem Baumfällen nur deswegen, um nicht so viele Schnitte innerhalb von dem Let's Play zu haben. Was es mir natürlich auch ein bisschen vereinfacht, ganz klar. So. Gleich wieder einpflanzen. Wobei ja nicht alle bewässert werden dann, wenn es regnet, aber zumindest ein paar davon. Ja, und Äxte brauche ich wirklich einiges. Aber die bräuchte ich auch so, wenn ich auf die Inseln gehen würde.
Es wäre halt nur schön, wenn ich wesentlich mehr von den Palmsamen hätte. Das wäre super. Aber da findet man halt leider Gottes nicht so viele. So. Es wäre klasse, wenn die Palmen so viel Samen abgeben würden wie hier die Bananen. Das wäre herrlich. Dann hätte ich nie mehr das Problem. So, wer den Livestream ja gestern gesehen hat, der hat wahrscheinlich mitbekommen, dass mir Bärtiger als Gastgeschenk diesen tollen Speer hier gegeben hat, was es mir jetzt halt auch ermöglicht, den Vogel wesentlich leichter mal zu killen. Weil ich muss nämlich das Achievement noch mir holen mit dem Vogel. Das heißt, wir werden auch die nächsten paar Male immer wieder losziehen. Na, warte mal. Ey, sind das echt so viele Bananen, ne? Das ist Wahnsinn. Und den Vogel jagen. So, gleich die nächsten noch mit runter. Schaue ich nochmal da rein, ob das doch. Nee, das läuft nicht weiter. Ich weiß aber nicht warum. Es ist. Der da hinten ist, glaube ich, voll. Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ja. Also den hier hinten, den füllt es immer mit Wasser voll. Aber den da vorne nicht. Aber woran das liegt. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Naja, gut. Was soll's? Also, Bananen weg. Zack. Schön viel Holz auf jeden Fall. Die Samen kommen weg. Die kann ich jetzt demnächst dann auch rausschmeißen. Die lasse ich mal noch drin, aber die werde ich demnächst mal einsetzen. Halt. Ich sollte. Ja, obwohl, es wird irgendwann regnen. Ich mache das jetzt mal nicht mit dem Gießen. So, dann hat Bärtiger gesagt, er hat das Eisen hier rein. Ist ja im Grunde auch in Ordnung. Muss ich nur mal gucken. Hier das Eisen. Genau, jetzt hat er hier rausgenommen. Dann würde ich nämlich da auch mal sagen, nehme ich die Barren auch raus, dass die nach oben kommen. Ich nehme dann auch mal alles an Kupfer mit. Und natürlich, wenn ich den Platz habe, jetzt auch noch das Titan. Perfekt. Dann kann ich nämlich die beiden Kisten tatsächlich abbauen, aber nicht so. Warte mal. Tu mal den Haken hier rein. Dann kann ich nämlich die Kisten hier gleich mal entfernen. Ist natürlich eine große Hilfe dann auch. Dann kann ich das alles nach oben schon mal schaffen. Da, 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 da. Halt, darum. Dann kommt mir nämlich hier im Grunde das ganze Rohmaterial rein. Ich möchte das schon ziemlich genau in der Mitte haben. Dankeschön. Das auch ungefähr auf der gleichen Höhe. Zwar nicht zu schnell, aber das macht nichts. So, tun wir mal hier das ganze Rohkupfer rein. Hier sollte dann im Grunde das. Wie kann ich das alles raustun? Dann sollte hier im Grunde das Roheisen rein. Und hier kann ich dann den Rohtang rein tun. Ach nee, Quatsch, da machen wir das Rohtitan rein. So. Alles, was fertig ist. Ja, das ist schon einiges, ne? Alles, was fertig ist, kann ich dann im Grunde schon mal in den Schrank packen. Da werde ich aber das so machen, dass ich erstmal alle Varianten quasi rein tue. Also das Roheisen, das Eisen, das Kupfer,
Und dann eben auch das Titan. Genau. Kupfer, doch, Kupfer hatte ich noch da. Einmal. Warte mal, dann kann ich die drei noch schnell holen. Wobei ich das natürlich, wenn ich genügend Kisten habe, dann kann ich das im Grunde oben das fertige Zeug reintun und unten drunter das rohe Material, ne? So. Na gut, aber das muss ich natürlich noch. Das muss natürlich noch werden, ne? Das ist klar. Soll ich noch eine Kiste schnell herstellen? Das könnte ich eigentlich machen, ne? Weil Holz habe ich ja aktuell schon ein bisschen was. Dann brauche ich für die Kisten Beschläge auf jeden Fall. Soll ich auch vielleicht große gleich? Nee, ich mache jetzt erst einmal kleine. Weil ich mag das eigentlich auch ganz gern mit den kleinen Kisten. Wenn ich jetzt mal 5 Stück mache, dann könnte ich... ja, das müsste eigentlich passen. Mache ich mal so, Schrott. Bei 5 Stück sind es dann 15. Und Seile bräuchte ich dann 20. Perfekt. So, dann kommt das Holz gleich erst einmal wieder. Halt. Da haben noch welche gefehlt. Wie schaut es da unten aus? Geht nichts mehr rein. Dann tun wir das Holz hier rein. Da könnte ich eigentlich auch gleich was vom Clipper mitnehmen. Ja, dann kann ich das eigentlich gleich auch so machen, wie ich gesagt habe. So, dann das noch mit rein. Der Rest bleibt jetzt erstmal. So. Kiste. Möglichst hier bitte auf gleiche Höhe. Und zack. So, und dann haben wir noch 2. Da könnte ich dann den... Das ist ungefähr die Mitte. Ungefähr gleich hoch. So, und... zack. Gut. Dann würde hier im Grunde der Sand reinkommen. Oben drüber das Glas. Hier würde... Okay. Ich verwerf das nochmal. Hier kommt der Clipper rein. Ey, da habe ich ja echt viel, ne, von dem Zeug. Wahnsinn. Also der Seetang kommt hier rein. Hier kommt dann der fertige Clipper rein. So, und weil ich jetzt aktuell... noch zu wenig Kisten habe, würde ich sagen, mache ich hier eben dann das Glas. Habe nur noch die 2 Stellen, dann mache ich hier noch den Sand rein. So, hier wäre dann Titan. Ist natürlich jetzt alles ein bisschen hin und her, aber gut. Dann kommt hier der Titan rein, der Rot-Titan. Oben drüber dann der fertige. Das Ding wollte ich nämlich eigentlich machen dafür, dass ich da irgendwann Holz drin habe, ohne Ende. Genau, so. Dann würde ich hier quasi... Kupfer reinkommen. Und hier dann das Rohkupfer und da... kommt das Eisen rein. So, passt. Und hier dann, wie gesagt, das Rotzeug. Dann ist es in der Sortierung, die ich weiß.
So. Je nachdem, was ich brauche, jage ich das dann eben durch. So, zack. Titanbarren habe ich da schon einige drin. Oder ist, vielleicht hat mir der Bärtiger schon mit reingeschmissen. Das kann sein. 4, 5, 6, 7. Gut. Zack, passt. Das passt. Dann einmal in die Küche. Meine Beschilderung ist natürlich auch noch nicht die allerbeste, ne? Deswegen haben sie sich auch immer wieder verlaufen. So, das wird gefüllt. Das ist schön. Der obere nicht, ne? Das ist nicht schön. Aber keine Ahnung, woran das liegt. Weil der da hinten, wird der jetzt halt voll oder nicht? Nee, der wird jetzt halt auch nicht voll. Aber ich habe die Batterie erst ausgetauscht. Ich darf nochmal runterschauen. Ja. Die Batterie ist voll. Und ich hab den nicht mehr nach da hinten verbunden, ne? Geht nur in den einen. Jetzt kann es natürlich sein, dass es vielleicht sinnvoller wäre, sogar zwei Dinge da unten hinzumachen. Aber okay. Will nicht. Ne? Es will irgendwie nicht. Ich weiß aber nicht, woran das liegt. So. Dann wollte ich mir einen Pieper herstellen. Warte mal, das da vielleicht noch schnell. Ja. Die Kiste kommt jetzt halt mal hier wieder an die Wand. Die lasse ich jetzt auf Höhe von dem Abfalleimer. Da kommen keine zwei Kisten mehr her. So, dann kommt nämlich hier mein Ersatzzeug rein. Ersatzwerkzeug. Die Schaufel kann ich gleich mal mitnehmen. Weil die andere Schaufel, die ist nämlich nicht mehr sehr fresh. Ah, er hat mir gleich... Oder jemand hat mir gleich das hergestellt. Das finde ich auch gut. Dann kann ich Pieper und Schaufel mitnehmen. Dann tue ich die Schaufel hier halt gleich als Ersatz mit drin lassen, weil die ist nämlich bald durch. Die Axt kann ich mitnehmen. Jetzt wird's dunkel. Das ist super. Da habe ich noch ein Rezept drin und Samen. Erdbeersamen, Leder. Ich überlege jetzt gerade. Aber ich glaube, das Leder... Wo habe ich das jetzt halt hingehabt? Genau, da sind die Blumensamen drin. Aber sie kalt, dann tue ich die jetzt auch mal damit rein. So. Das Rezept kommt damit rein. Danke nochmal für den Haihappen. Suppen haue ich mir dann gleich mal die vier Stück hinter die Binde. Jawohl. So. Hier soll ja noch restaurantmäßig zwei Tische herkommen. Und hier dann eben auch nochmal. Das da wird natürlich sehr vieles zugemacht. Das wird man gar nicht mehr sehen hier hinten. Na, ich bin mal gespannt, ey. Das
Da ist schon noch einiges an Arbeit hier. Das mit den Rohren, das macht mich echt fertig, ne? Aber warte mal. Ich habe ja hier zwei Rohre, die nach oben führen, ne? Halt. Warum führen hier zwei Rohre hoch? Es führt das eine Rohr hoch. Und das wird wahrscheinlich der Fehler sein. Ich vermute, dass das der Fehler ist, dass ich hier zwei Rohre nach oben habe. So, jetzt sind natürlich die Wege etwas länger, ne? Weil ich fütter jetzt nicht nur den hier, oder besser gesagt, den fütter ich ja gar nicht mehr. Leute, das wird wieder zerlegt. Bevor ich da auf die Insel gehe, mache ich jetzt halt das. Hups. Habe ich da vergessen? Und zwar kommt das hier quasi wieder weg, weil das bringt mir nämlich nichts. Es wird das hintere gefüllt, aber das vordere wird nicht gefüllt und das ist das Problem. Ich glaube, mit dem sollte ich es dann auch beseitigt haben, das Ganze. Die Dinger kannst du ja auch lassen, das ist egal. Das sieht man auch nicht, also ist das auch egal. Da dürfte nichts passieren, wenn ich das da wegmache. So, und dann setzen wir noch einmal. Ja, weil dann läuft es nämlich nach oben. Und schon ist er am Schnorcheln und das Ding läuft. Es schnorchelt. Und der füllt sich dann so langsam. Dann haben wir nämlich den, der hier nach oben führt. Und das war's dann auch. Und der müsste dann normalerweise beide füllen. Geh nochmal nach oben. Weil da geht's rin, da geht's raus. Und dann führt es eben dahinter. Und dann sollte das nämlich auch optimal klappen. Hoffe ich. Schauen wir mal ganz kurz. Ja, okay, das fehlt dann. Aber ist egal. Ich lasse das jetzt so, wie es ist mit dem Loch da. Ist einfach so. Genau, und das geht nach hinten. Ja, alles klar. So, dann haue ich mich jetzt halt einmal ins Bett. Eigentlich könnte ich ja das hier nach oben lassen, ne? Das wäre jetzt nicht einmal so schlimm. Ich könnte ja hier eine Tür reinmachen, dass man dann nach oben kommt und da oben einfach auflassen. Hier wird ja dann ist ja dann komplett Dach und hier kann man dann eben hochgehen. Da kommt man quasi auf diese Ebene.
dass man auch noch Reparaturen und was weiß ich noch nicht alles machen kann. Ja, das mache ich so. Aber nicht jetzt. Weil es wird jetzt eh gleich wieder hell. Genau, dann mal einen Schluck trinken. Da muss ich wahrscheinlich nachfüllen, ne? Ja. So. Die Netze hätte ich jetzt eigentlich gar nicht gebraucht, weil da komme ich nämlich nicht hin. Ist das Problem. Also da muss ich dann immer so einen komischen Haken laufen. Von daher lasse ich die weg. Die könnte ich höchstens noch mal genau an meine Spitzen machen. Hä? Hab ich das so gemacht oder weil das war eigentlich Absicht, dass ich die dahin hatte, weil ja der Loot ab und zu mal vorbeigeht. So, jetzt. Weil hier schwimmt nämlich immer wieder mal was vorbei, genau an dem Teil. Deswegen habe ich die eigentlich hier an den Seiten gelassen. Aber ist okay. So, es wird Tag. Das heißt, wir können dann gleich los. Ich schmeiß nur mal schnell die Sachen raus. Nägel raus, die Rohre raus. Die Bretter raus. Die Samen wollte ich nach oben tun. Ist egal, die tue ich jetzt mal schnell da rein. Der Haken ist mir jetzt relativ egal erstmal. Ich sollte aber noch mal einen Pieper mitnehmen, ne? So, jetzt suche ich den Pieper da vorne. Genau. Ersatzpieper, Ersatzschaufel. Passt. Halt, falsche Richtung. Eine schwarze. Okay, der erste Piep ist da. Was? Kein Piep mehr? Kann das Ding hier sein? Ah, okay, wahrscheinlich dann da drüben auf der Insel. Vermute ich jetzt mal. Nein. Da ist es nicht. Okay, na ja, dann nutzen wir zumindest mal die Axt und hauen ein paar von den Dingern weg. Ich hoffe, dass ich ein paar Palmsamen rausbekomme. Bitte, bitte. Mangosamen, die dürfte behalten. Die brauche ich nicht. Oh ja, zweimal. Wenn schon bei der erste. Oh, dreimal sogar. Wenn schon der erste nichts gegeben hat, ne? Blumi, Blumi. Hackelt jetzt ein bisschen, glaube ich. So, hier können wir dann gleich den Dreck mitnehmen. Die Bäume da vorne kann ich später mitnehmen. Hups. Was? Da ist noch einer. Und da sind noch zweimal Erde. Und dann müsste ja eigentlich schon die Schaufel fast durch sein, oder? Ah, noch nicht ganz. Aber es wird.
Brett nach oben. Die Mangos kann ich dann im Grunde essen. Da habe ich wieder Zeug mit rausbekommen. Beim Buddeln. Die da ganz wichtig, ne? So. Coconut, die kann ich jetzt mal essen, das ist egal. Hallo Lama. Gehe ich schon nach oben? Im Grunde ist es egal, ne? Wir können ja erstmal oben alles fresh machen hier. Wie es der Sandman immer so schön sagt. Mal die Insel fresh machen. Okay. Ja, dann gehen wir da noch hoch. Seit wann grunzt du? Ich habe dich noch gar nie richtig grunzen gehört. Warte mal, wo ist denn das? Was geht hier los? Okay, genau neben dem Ding hier. Und ich habe wieder vergessen zu speichern. Aber ist egal. Wir haben zwei Titan, das ist gut. Wir haben Schrott. Ich habe sogar... Notfalls könnte ich sogar Ding herstellen. Wieder eine Axt. Nein, ich erledige dich nicht, auch wenn ich dieses Ding habe. Der soll hauptsächlich sein für den Vogel. Na, das sind ja echt viele Tiere hier. Zwei Ziegen und jetzt dann noch ein Lama. So, die da wollte ich auch noch nehmen. Ein Rezept Kopfbrühe. Ein Barren. So, jetzt fehlt eigentlich nur noch ein Seil. Sollten wir aber auch gleich haben. Eigentlich ist meistens auf den großen Inseln, dass man dann die Sachen optimal findet. So, warte mal, dich tue ich nach oben. So, vielleicht finde ich ja mit der nächsten Schatztruhe nochmal einen Schrott. Von daher hebe ich mir die jetzt mal auf, die Palmblätter, die jetzt halt noch kommen. Oh, gut, gut, gut. Palmsamen auf jeden Fall super gut. So, du bleibst bitte unten drin. Das Seil kannst du nach oben tun. So, packen wir mal unser Gerät aus. Da wird's eher mehr. Okay, wir müssen jetzt dann eh wieder nach unten. Okay, da wird es wieder weniger, also lasse ich das mal. Ah, super. Schon 6 Stück jetzt davon. Da ist wieder ganz weg.
So schön, Moment. Einmal Seil. Jetzt brauche ich bloß noch einen Schrott. Wenn nicht, dann hüpfe ich schnell ins Wasser. Irgendwie hat es da vorne mehr gepiepst, ne? Na gut, aber dann lassen wir das jetzt mal. Dann gehen wir erst einmal noch hier das Zeug farmen. Also sprich die Bäume fällen. Komm, gib mir Samen. Gib mir Samen. Okay, da ist wieder ganz schweigend. So, ich könnte mir sogar noch eine machen. Also, wie gesagt, mit Schrott. Nein. Gewonnen mit dem letzten Schlag. Gut, warte mal. Machen wir das mal so. Jawohl. Es wird wahrscheinlich nicht mehr so viel Holz jetzt sein. Habe ich da zufällig einen Schrott liegen gerade? Hätte ich mir mal glatt pflücken. Doch bestimmt, oder? Da. So, dann können wir nochmal eine Axt herstellen. Perfekto. Bin mal gespannt, wo das sein soll. Weil hier piepst jetzt plötzlich nicht mehr. Komisch. Also die Schätze hier zu finden ist echt eine Herausforderung immer wieder. Weil man läuft halt die Insel 3-4 Mal ab, ne? So, jetzt suchen wir mal gezielt. Jawohl. Da wird's mehr. Da nicht. Mhm. Okay, hier wird's jetzt mehr. Da wird's wieder weniger. Okay, es muss irgendwo dann da sein. Na? Ach komm. Willst du mich jetzt veräppeln? Okay, Moment. Welt speichern. Wir buddeln. Lieber nochmal. Okay, da ist Schrott. Na gut, der Schrott, der... Es ändert sich ja dann quasi, wenn dann nur der Inhalt von dem Koffer, hat's geheißen. Ja, gleich nochmal eine machen. Den Inhalt von dem Koffer oder dann eben der Tiki-Kopf, aber der Fund bleibt der gleiche. So,
So. Schauen wir mal, ob ich da noch mal was hab. Aber ich glaube es ja nicht, ne? Nee. Es piept kein weiteres Mal. Okay. Würde ich sagen, bauen wir die Bäume noch ab hier auf der Insel. Sind da, glaube ich, nur zwei, vielleicht drei. Ist schon auch immer schön in dem mit dem Mond, ne? Gefällt mir. Gut. Wir gehen einmal rein aufs Boot. So. Pieper weg, Schaufel weg. Die Äxte lasse ich gleich mal einstecken. Das Holz kommt hier rein. Dann weiß ich nicht, ob ich jetzt noch Kunststoff. Ne, ist voll. Palmblätter. Ja, können noch ein paar. Seile weg damit. Ach, Eisen habe ich ja gar nicht. Stimmt. So, Kupfer. Und das Titan. Hier kommt der fertige Glibber rein. Ich brauche hier eine Mülltonne, merke ich gerade. Weil ich nämlich keine da habe. So, dann einmal das Obst raus. Hier. Dann die Beeren raus und die Pilze. Erde kommt da hinten. Da kommt das Rezept rein. Jetzt habe ich den Barren vergessen, ne? Ich dödel. So, zack. Da kommt die Erde rein. Wow. Schon 43 Erde, ne? Das ist... So, wir haben die Samen und wir haben noch das Ding. Sprich, wir gehen nach oben. Schau mal, ob es nicht geregnet hat. Also das Ding ist voll. Warte mal, wo ist der? Da. Der Kunststoff weg. Halt, warte mal, ich kann ja eigentlich die gleich voll machen, ne? Und dann bin ich mal gespannt, ob es das jetzt halt nachfüllt oder nicht. Werden wir dann gleich sehen. Also, wir gießen. Da das ja anscheinend der Regen nicht machen will. Der faule Regen wieder. So, und nochmal 5. Okay, und dann kommen nochmal 5, alles klar. Also wir brauchen schon einiges mehr jetzt an Flaschen. Ich muss nur schauen, ob ich die vollfüllen kann. 2, 3, 4 und 5. Gut. Ja, also den füllt's.
Es war tatsächlich der Missweg, den ich da gemacht habe. Aber es ist klar, wenn das jetzt halt nur noch eine Rohrverbindung, jawohl, eine Rohrverbindung ist und nicht zwei, dann versorgt es natürlich auch den da vorne. Ne? Das ist ja logisch. So. Fünf, sechs, sieben, acht. Mir fehlt eine Flasche. Die müsste wahrscheinlich, ja, habe ich ja Sternchen die gegeben. Also es passt schon, da kann ich ja jederzeit wieder eine herstellen. So, jetzt wollte ich da nochmal reingucken, weil mich das nämlich verdutzt hat. Da ist ganz viel Deko-Zeugs drin. Da haben wir die auch noch Deko-Zeugs drin. Das sollte ich alles von unten nach oben holen, ey. Das bringt ja nichts, wenn das einmal unten ist und einmal oben drin ist. Was haben wir hier nochmal? Nichts. Da die Sachen. Ja, und die Bilder kann ich eigentlich auch mit hochnehmen. Dann wäre das alles... Genau. Dann können wir das da wegtun. Wir können die Kisten wegtun und nach oben nehmen in die Schmelze. Das ist perfekt. Dann können wir nämlich den Sand auch raustun. Und dann hätten wir quasi für alles, was wir schmelzen können, Entschuldigung für das Knarzen, dann haben wir nämlich alles, was wir schmelzen können, hier in der Schmiede. Ich sage immer Schmiede, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. In der Schmelze natürlich hier. So, und dann können wir nämlich hier den Sand raustun. Wir können hier die Gläser raustun. Das kommt dann natürlich hier rein. So. Eisenbarren kommen dann da rein. Ja, ist doch perfekto. Mensch. So langsam wird's, ne? Es wird. Halt, nein, wohin gehst du? Wir müssen runter. Wir müssen runter. Zerlaufen mich schon selber wieder. Aber warum müssen wir runter? Ich muss doch hoch. Ich wollte doch an die Kiste hier. So, die Bilder passen hier auf jeden Fall nicht rein. Hier passen auf jeden Fall die Bilder rein. Die Fahnen kann ich aufstellen. Der Anker auf dem Anker. Die Segel auf die Segel. Wir haben nochmal ein Steuerrad. Wir haben Bilderrahmen und wir haben Radio. Zum Glück tut er auch stacken. Das ist schon mal ganz gut. So, jetzt habe ich nur ein Rahmen. Warte mal, die runter. Schauen wir mal, wie das ist. Wenn ich die hier vorne an die Ecken mache, muss ich wahrscheinlich eh wieder wegmachen, aber ist ja egal. Nein, ich hätte den gern da drauf. Ach, verdammt. Und wenn, dann vorne dran und nicht hier innen drin. Ich hatte jetzt gedacht, dass ich das vielleicht... Ah, naja, geht nicht. So, dann kommst du jetzt erst einmal dahin, ist mir egal. Eine da. Und eine da. Wunderbar. Ja. So, dann gehen wir jetzt halt nochmal in die Schmiede. Ich sag immer wieder Schmiede, ne? So, aber da oben müssen Bretter hin. Sonst kann ich das nicht hängen.
ich muss schon oben drauf, ne? Da bei den Kisten. Genau, weil hier soll Schild hin. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich würde gerne genau solche Ecken machen, allerdings nur mit der Ausrichtung. Und das geht nicht, ne? Doch, da geht's. Da weiß ich nicht, warum es nicht geht, aber ist auch egal. Ich baue jetzt halt mal hier einen Fensterrahmen hin, dann geht's auf jeden Fall. Reicht schon der eine? Ja, der eine reicht schon. So. Ne, lass mal. Du machst den Fensterrahmen wieder weg. So, und dann sollte es jetzt im Grunde auch mal so bleiben. Schauen wir mal, wie weit es geht. Also weit vor oder wie auch immer. Es passt eigentlich, ne? So, hier habe ich ja mein ganzes Eisen drin. Von daher wird hier dann auch draufgeschrieben. Eisen. Barren. Roherz. Ja, macht das Ding auch einen Doppelpunkt? Weil manchmal weiß man es ja nicht, ne? Da kann es ja sein, dass manche Zeichen nicht gehen. Also oben Barren, ganz klar. Und unten dann das Roherz. In der Reihenfolge quasi. Warte mal, vielleicht noch ein bisschen verzierlicher. Verzierlicher. Genau. Nice. Und da dann eben ein Schild, wo drauf steht Kupfer. Dann wieder mit den Pfeilen, Barren und Roherz. Aber so als... Ja, im Grunde ist es wurscht, ne? So, hauen wir mal hier ein paar Bretter weg. Weil soll ja auch was geschmolzen werden hier. Warte mal, du kannst die nach oben tun. So, die Äxte müssen natürlich ganz nach oben wieder zum Baumfarm, ja. So, und die zwei möchte ich dann hier mit reintun. Dann sollte das auch gut sein. Die Samen, da haben wir jetzt insgesamt 20. Das ist natürlich nicht schlecht, ne? Ein paar mehr wären mir natürlich recht, ganz klar. Die sind noch nicht fertig ausgewachsen, das sind noch Babybäume. Und wie schaut es hier aus? Ja, wahrscheinlich ist unten die Batterie alle. Da muss ich jetzt echt einmal nochmal gucken. Echt einmal noch einmal gucken. So, einmal weggenommen. Eine kommt nach oben. Ne, warte mal, ich nehm beide mit, weil ich denke mal, dass beide leer sind wieder. Leer. So. Der Nachbar macht anscheinend Boxübungen bei mir. Und die ist auch leer. Zack. So. Dann kommt ihr wieder in den Laderaum. Im Grunde passt es schon, dass die Dinger hier sind. Das ist halt der Laderaum hier, ne? So, hier habe ich noch die ganzen Kassetten drin.
Ich lasse die jetzt halt aber auch mal. So, ich mache das jetzt halt hier. Ups. Kassetten. Erledigt. Ansonsten Holz. Ja, ich glaube, das taucht für heute. Wir haben zumindest schon mal einiges wieder geschafft. Das heißt geschafft, wir haben halt zumindest die Insel hier gelootet. Was ja schon mal ganz gut ist. Das heißt, wir können das nächste Mal dann auch losfahren. Das finde ich nicht schlecht. So, es hat sowas von der Vitrine, ne? Nicht Latrine, Vitrine. Oh Mann, so. Ich tue mal gleich hier nochmal nachfüllen. Habe ich jetzt nämlich auch schon lange nicht mehr gemacht. Wahrscheinlich reichen die 20 Bananen gar nicht. Honig rein. So. Honig rein. So, ja, die reichen nicht. Und Honig rein und das da. So, passt. Dann könnt ihr da... Die Dinger nehme ich jetzt mal nach vorne mit. Mal schauen bei denen. Ja, können wir auf jeden Fall zwei reintun. Da tun wir eine rein. Habe ich da noch welche als Ersatz? Nein. Und ich glaube, dass die... Da passen auf jeden Fall zwei rein. Und da braucht keine rein. So. 1, 2. Halt. Da. So, das reicht. Dann sind die schon mal wieder so weit voll. Ich muss mir noch eine Flasche herstellen. 6 Kunststoff, 4x Clipper. Ja, und demnächst wird dann ja auch das Lager da oben fertig. Dann kommt es alles nach oben. Zack. Damit passt dann das mit meiner Flasche wieder. Na, hallo? Und rein damit. Ist mir eigentlich schon wichtig, dass die trotzdem da unten stehen bleiben. Das sind irgendwie so Retter im letzten Moment. Kann das durchaus sein. Gut, das nächste Mal, wir werden hier nochmal ein bisschen unter Wasser tauchen. Nicht für lange. Ich schwimme einfach mal grob rum und schaue, was ich da noch vielleicht abfarmen kann. Mal gucken. Den Pieper brauchen wir ja nicht mehr. Also insofern können wir da gleich in die Vollen einsteigen. Ich muss allerdings morgen einen Tag Break machen. Ansonsten komme ich nicht hinterher. Aber das habe ich euch ja schon gesagt. Aber so wisst ihr wenigstens schon Bescheid. Also, morgen Break und übermorgen dann wird ein kleines bisschen Insel gelootet. Und dann begeben wir uns quasi auf die Weiterfahrt, dass wir wieder Holz sammeln können. Alles klar. Ich bedanke mich für ein Like. Ich bedanke mich für Kommentare. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, was auch immer. Ciao, ciao.